Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Breath of the Wild. So, klammern uns doch mal dieses Fleischchen, nachdem wir diese Boblins in die Luft gesprengt haben. Ist jetzt meins, so. Grillwild, über offenem Feuer gegrilltes Wild. Durch die Hitze entfaltet sich das Aroma und der Heileffekt wird gesteigert. So, wir müssen jetzt zu diesem Leuchtedingsbums. Und da sind immer noch Bockblins. Die mache ich auch noch alle fertig. Der Teil hat einfach mal einen Bogen. Hat einfach mal einen Bogen. Das finde ich jetzt nicht nett. Die beide haben einen Bogen. Und tschüss. Und auch für dich. Bockbogen. Primitiver Bogen eines Bockblins, der einen alten Faden an den erstbesten krummen Ast geknotet hat. Wer da eine große Schusskraft erwartet, wird enttäuscht. Okay. Holzpfeil. Die gewöhnlichste Form von Pfeilen. Sie sind aus robustem Holz geschnitzt. Halleluja, wo habt ihr denn überall hingezielt? Das ist auch noch ein Pfeil. Oh Gott, der hat hier einen Riesen. Halleluja, ich glaube, der könnte mir wehtun. Und ich habe kein Schild. Oder ich mache einfach den hier. Ich sammle hier noch ein paar Schmetterlinge hier auf. Könnte ja wichtig werden. Reiseschwert. Dieses Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Bockschild. Ein krudes Machwerk aus schlampig zusammengeschmierter Baumrinde. Geht gerade so als Schild durch, wenn man ein Auge zudrückt. Schild verwenden. Mit dem Schild wehrst du Angriffe ab. Okay. Bitte Schickerstein einsetzen. Nö, was ist das denn? Schickerstein erkannt. Schickerturm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Turm des Plateaus. K
Kerneninformationen werden übertragen. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Ui. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Ja, wir werden uns beeilen. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Okay, hier. Flup. Flup. Und. Flup. Flup, flup und flup und flup und flup und flup und wieder unten. Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Highwood schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Wirklich? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich verstehe schon. Das ist bedauerlich. Aber dieses unheilvolle Wabern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Es ist nun 100 Jahre her. Da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, ein stolzes Wahrzeichen des Königreiches. Und du? Du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen, habe ich recht? Oui. Das dachte ich mir. Leider wird da so schnell nichts draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Wenn man allerdings, wie ich, ein Parasegel besitzt, sieht diese Sache schon anders aus. Parasegel? Oh, hast du es eben nicht gesehen, als ich hier gelandet bin? Ich könnte es dir geben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen ganz besonderen Schatz für mich besorgst. Tagebuch öffnen. Hier kannst du alle Missionen nachlesen. Oh.
Folge mir bitte. Nix so, hä? Hä? Was willst du von mir? Siehst du das da vorne? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt? Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst mein Parasegel haben, oder nicht? Da bin ich mal gespannt, was du für einen Schatz mir bringst. Aber ich möchte erstmal diesen Schatz hier haben. Ich muss zuerst den am Turm da platt machen. Bevor er mich sieht. Bevor er mich sieht. Okay. Dann wird halt eben jetzt so gekämpft. Alter, der hat mit einem Stein auf mich geworfen. Halleluja. Hat er einfach einen Stein nach mir geworfen. Kann ich auch. Bumm. Okay, meine Waffentasche ist voll. Okay, dann kann ich den hier wegwerfen, weil der ist schon fast kaputt. Jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er zerbrochen. Läuft, okay. Ein Reiseschwert. Jetzt kann ich friedvoll dorthin gehen. Ich gehe aber hier den normalen Weg. La 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 la. Ich weiß auch noch so einen Chrom, wie man diesen Winterwams bekommt. Dafür müsste man ja irgendwas kochen. Chili, Wild und Fisch war das, meine ich. Mich recht zu erinnern. Ach, die gibt es mit jedem Spielstand. Ich dachte, das ist nur einmal exklusiv gewesen damals mit diesem Pass. Okay. Rhodonit, ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu enthalten. Er zieht einen sehr hohen Preis. Okay.
Schickerstein erkannt. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte angezeichnet. Der Eingang wird nun geöffnet. Tipps an dieser Stelle werden Hinweise eingeblendet, die dir auf deinem Weg von Nutzen sein könnten. Als Abenteuer lernt man nie aus, das ist wohl wahr. So, was erwartet uns denn hier? Willkommen, Pilger, mein Name ist Maunu. Im Namen der Göttin Halia sollst du geprüft werden. Magnetismus. Maunu-Schrein, okay. Schickerstein erkannt. Datenübertragung beginnt. Systemupdate wird durchgeführt. 99%. 100%. Magnetmodul lässt dich metallene Objekte bewegen. Erfasst der Magnetstrahl ein Objekt aus Metall, kannst du es hochheben und frei umher bewegen. Ein neues Modul wurde aktiviert. Verwende die Module des Schickersteins. Och nö, nicht mit Bewegungssteuerung. Och nö. Und weg damit. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich kann es auch ohne Bewegungssteuerung machen. Okay. Antike Feder. Solche Feder wurden in Maschinen der untergegangenen Zivilisation verbaut. Egal wie man sie dehnt, sie geht nicht kaputt. Sie ist so leicht, dass sie aus Wasser schwimmt. Antike Schraube. Diese Art Schrauben wurden offenbar in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. Gibt es hier keine Truhe? Ich verstehe schon dieses Rätsel da, aber ich möchte gerne wissen, ob hier irgendwo eine Truhe ist. Da oben ist eine Truhe, okay. Zuerst müssen wir ja hier rüber. Und was kriegen wir hier? Ein Reisebogen, ein kleiner Bogen, wie ihn Reisende zur Selbstverteidigung mit sich führen. Solange man Pfeile hat, kann man hier mit Feinde aus sicherer Entfernung bekämpfen.
Hallöchen. Ist hier noch eine Truhe? Sieht nicht danach aus. Nur das ging ins Auge. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich bin Mao Uno. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Halia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeit hin prüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Haya dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Zeichen der Bewährung, ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Halia dir beistehen. Oder Hylia? Zielen bei der Verwendung bestimmter Module und deines Bogens kannst du auch zählen, indem du die Switch neigst, oder den Controller besser gesagt. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weißt du davon? Ganz einfach. Ich kann hell sehen. Badums. Mit dem Alter sieht man die Dinge vor sich nur noch verschwommen. Doch die Verborgenen erscheinen umso schärfer. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Kreis der Fall ist. Hohoho. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt wegen dieses Schikasteins, den du dort am Gürtel trägst. Und das Parasegel? Sei doch mal still und hör zu. Sorry. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden vor der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation, wie dieser Schrein, scheinen bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu. Von diesen Schreien gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn du an jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasegel überlassen. Jetzt willst du mehr? Ja nun, ich habe es mir anders überlegt. Aber für dich sollte das doch ein leichtes sein. Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das geht nicht nur für Schreiner, also merk es dir gut. Der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesen Turm steigen würdest? Na gut, nicht so hastig, du solltest noch etwas wissen. Sieh dir mal deinem Schickerstein die Karte an. Hast du die blauen Siegel gesehen, die sich vor dem Schrein und auf dem Turm befinden? Mit der Kraft des Schickersteins kannst du dich an diesen Orten teleportieren lassen. Zumindest habe ich das gehört. Vielleicht ist das auch alles nur ein Armmärchen. Das finden wir in der nächsten Folge heraus. An dieser Stelle sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dahin, tüdelü.